Mein Name ist Gerhard Spranz und ich bin mittlerweile seit fast 22 Jahren bei Switelsky. Mein Name ist Claudia Moser und ich bin seit September 2023 bei Switelsky. Als Methodikerin bringe ich natürlich für meine Kollegen und Kolleginnen ganz neue Ansätze mit rein. Ich schaue mir die Strukturen an, ich schaue mir Abläufe an und versuche dann aufgrund meiner Erfahrung und aufgrund meines großen Methodenkoffers und Erfahrungsschatzes einfach das Beste einzubringen. Und ich bin sehr froh, dass Sie sich auch darauf einlassen und was Neues ausprobieren. Vor 22 Jahren war Switelsky eigentlich nur durch die Technologie und die Präsenz der Maschinen im Bahnbau bekannt. Aber es gab den sehr intensiven Wunsch der Geschäftsführung, auch im Bereich des Ingenieurtiefbaus tätig zu werden. Und so kam es, dass mich mein persönlicher Kontakt, unser heutiger CEO Dr. Peter Kramer, damals zu Switelsky geholt hat. Also mein erster Arbeitstag bei Switelsky war einfach wundervoll, genauso wie man sich's vorstellt. Ich habe gleich eine Runde gemacht zur Begrüßung durch alle Büros und habe meine Kollegen und Kolleginnen kennengelernt, also die da waren und nicht gerade auf den Baustellen unterwegs, und habe meine Kollegen überrascht, wie sie gerade eine Drohne hergerichtet haben. Ich habe es tatsächlich in dieser langen Zeit bei Switelsky nicht eine Sekunde bereut, in dieses Unternehmen eingetreten zu sein, und das gründet sich wahrscheinlich durchaus auf die Wertschätzung, die man also einerseits von den Führungskräften, andererseits aber auch von Mitarbeitern bekommt. Den Vertrag bei Switelsky zu unterschreiben war eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Ich bin sehr froh, dass ich da gelandet bin. Wir haben von Anfang an gegenseitig unsere Erwartungshaltung geklärt, und damit war es eigentlich eine Bauch- und Hirnentscheidung, hier anzufangen, und das war eine gute Entscheidung.